So, es ist fast 2 Jahre her, dass ich das Spiel zuletzt angefasst habe. Das ist peinlich. Aber, ne, lieber zu spät als nie, I guess. Keine Ahnung, der letzte Spielstand ist von 2019. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and got badly hurt. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their papa wolf. Übelst geiles Recap. Übelst schöne Zusammenfassung. Aber fehlt da nicht eigentlich unser netter Dude-Kumpel, der uns in das Motel gebracht hat? Warum wird unser netter Friend als kleiner Waschbär dargestellt? Das ist so weird. Obwohl es auch irgendwie passt. Aber es ist trotzdem weird. What the hell is happening here? Steht der jetzt oder what? Die Schlampe sieht aus wie Porre. No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. He's so busted. Ist den kleinen Bruder darin ruhig? Die
Die Lampe sieht aus wie Pochi. Dicker Pochi. Willy! Willy! Wir haben nichts gesehen. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. Failure plus Gast. Open House Seattle, Sonntag, 21. August 2016. What happened with you? What? I hope they don't expect me to remember all this when school starts. What? Hä? Die sind doch aber zu dem Ort von ihrem Vater zurückgegangen. Kind of lame. Swipe left. What? Oh, Chatverläufe, ey. Von Jugendlichen. Oh, das interessiert eigentlich keinen. Vor allem, wieso geht's los mit Wer ist dabei? Tauchen im was, Reservoir morgen? Oh nein, macht er etwa einen auf Chloe? Oh. Nee, ohne mich, er muss Hausaufgaben machen. Oh Gott, das ist schnell. So ein Schwachsinn, er kommt. Ohne, wie ist das denn? Ein hoher Zaun, spring drüber, du Stratle. Alles klar, Drahtschneider für den Fall, ein anderen Mal, es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind, geh ans Telefon. Okay, einer hatte Geburtstag und eigentlich wollten sie alle noch im Reservoir schwimmen gehen. Und ich glaube nicht, dass es so erlaubt ist. Wart gut. What? Need to put on the patch I bought last week. Ah! Das ist die Chroniken auf der Basilisk. Das sieht voll cool aus. Fantasy-Buch. Ellery liegt mir damit in den Ohren, dass ich das lesen soll. Sommerferien sind aber nicht fürs Lesen, richtig? Doch. Teil 5. Belagerung von Morkorn von Ariane Sima. Ist das hier nicht? Ach fuck, wie hieß der? Dieses Würstchen mit dem Senf. Hast du nicht diese Superhelden? Eieiei. Aber ich finde hier seinen Dingsbums gar nicht. Sind Feuerzeug? Sind USB-Stick? Hat das in der. Ne, im Portemonnaie das auch nicht, ne? Wo hat er hier die. Bin ich. Kann ich gar nicht anbringen, wenn ich es nicht hab. Heißt, sie gehen jetzt wieder zur Schule und haben eine Unterkunft. Wie ist das passiert? Scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Als ob du Nadel und Faden benutzen kannst. Man. Aber das sieht voll gut aus. I should take a class. Ah, I'm just jealous. Weißt du, warum ich pausiert habe? Weil ich nur neidisch werde. Ja gut, hat das jetzt mitgenommen? Nee, ne? Wieso nimmst du das? Pat thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Okay, wir gehen mal den kleinen Bruder da. Wieso hat er zwei Lichtschalter? Ach, ist das ein Deckenventilator? Ui. Of course. Like I wanna play fucking hide and seek. Pubertät. Ooh, Dad confiscated the playbox after that. Daniel was a total rageball. Schön, viel kassiert. Bitte Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren. Mathematik 45, Test zu Kapitel 4, Multiplikationstabelle. Und schriftlich geht das voll klar. Aber da bräuchte ich ein Spielblatt. Man. My brother's a little player. Lila loves it. Nice. Das Zeichen von ihm. Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Laser tag. So what? Lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. This thing is so cheap and ugly. I love it.
Er mag billig und hässlich. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Sportclub? What? Die ist uralt. Und schon lange nicht mehr gültig. Wer ist das? Jetzt hast du da... What? Ich glaube, ich habe irgendwie ein Story-Lag. Ohne Geschenk. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Bin ich im richtigen Kapitel? Das kommt mir irgendwie ein gigantischer Sprung vor. But I chickened out. Von nichts auf Schule und Wohnung. Wieso immer diese scheiß Minecraft-Referenzen? Isn't Daniel too old for bedtime stories? Fliegende Kinder aus Poughkeepsie geht immer. Dieses Plakat von Power Bear ist irgendwie weird. Und zwar nicht nur, weil sein Arsch hinten rausguckt. Das Badezimmer? What? Beides mit Abschottung? Das ist ja cool. Wish I had more time to play. Unless for summer school. Okay, hat Sommerschule abgestimmt, weil der viel nachholen muss. They're probably gonna bury me in this thing. Ah, es gibt so viel zu entdecken, das ist schwierig. Oh, no time for this. Pubertät. Es ist kompliziert. Der eine ist in der Pubertät und der andere ist noch so das Kinderspielalter. Das dann immer dieser, wo es dann losgeht mit that dem Clinch. Kind of like. Dass der eine eigentlich keinen Bock mehr drauf hat, was der andere die ganze Zeit machen will. Und da gibt es dann öfter ein bisschen Streit. Dad got in trouble for his last barbecue. Hope he does it again. So I can come this time. Warte mal, hat er gerade... Hat er gerade Dad gesagt? Jetzt bin ich confused. Could be anywhere. Oh, shit. Box. Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Sieht sehr retro aus. Raus können wir nicht, okay? Hoffentlich gibt es nicht wieder so ein Secret-Minispiel auf dem Handy, da gehe ich flöten. Whoa, hold on! Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man! You started it, dickhead! What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! Dad! I told him not to come into my room. He never listens. He hit me and broke the trophy. He's lying. He always does that when he gets busted. Little shit. Enough! You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Ugh, now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right.
Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. It's so confused. I know that. And I do look out for him, I swear. But he's a little brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Ese es mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this, but I'm proud of you, both of you. Okay, get back to work. See you tonight, kids. Be nice and don't break anything else. Welcher Vater ist das jetzt? Hä? Tod. Vater von denen ist doch tot. Aber die hatten sich ja auf den Weg gemacht. Zu dem Ort, in dem ihr Vater immer war. How did I get Lila to talk me into this shit? Looking kind of lame. Swipe left. Ich hatte eine ganz dumme Vermutung. I don't know what to do. Jeez, we really fucked up on this one. Dad loves his trophy. Kleben. Hilft. Was sollten wir jetzt echt nochmal machen? Ich hab's vergessen. I would have been pissed if I was there. Asshole. Hey Nachbar. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meiner Freundin und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät. Aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party, also hätten sie einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Außerdem haben wir diese Flaschen nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben wir sie ein Spektakel veranstaltet. Doch. Stattdessen haben sie ein Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns da eine Stunde lang belästigt hat. Sie haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie nächstes Mal zu klopfen, Ihr Nachbar. So ein... Ach, sehr netter Mensch. Ja, nee.
Halb offene Tür, aber ich darf nichts machen, Remy. Sucks to be Daniel. But he can't bug me all the time. Hier, das ist unser Zimmer. Rechts ist das Badezimmer, links ist Daniels Zimmer. Nehmen wir noch keinen neuen Opti? Okay. Muss ich mich jetzt entschuldigen? It's the big, bad brother. No! Stay out! I said no! Get out! Whatever! I'm not listening! La 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 la, I don't hear anything! Dude. La la la. Das ist eine Option. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad aimed the gun. So what? You still won. Because of me. Leave me alone! Whoa. Don't know who drew this, but it's totally rad. Oh, hey, they were bad. Daniel, why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Why are you still here? Ah, Pubertät gegen, ich will doch nur spielen. Hey, that's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down? So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Das ist so weird gemacht. So Episode 2, das Ende so mega dramatisch und einfach Episode 3 geht so los. Okay, das sieht schon mehr nach Realität aus. Aber wir haben eigentlich kein Zuhause. Das ist so gemein, wenn man das so lange nicht gespielt hat, ist das richtiger Brainfuck, weil du einfach keine Ahnung mehr vom Leben hast. Genau, da ist unser Hund. Der ist so cute. Aber die Socken schmecken bestimmt nicht.
Also war das quasi auch nur ein Rückblick in die Vergangenheit. Ah. Man. True, den haben wir geklaut. Beaver Creek feels so far away. Uff, ganz anders aus. Oh, I love dieses Tagebuch, das ist unglaublich. Genau, da hatten wir dieses Spiel gespielt mit dem Captain. Ah, oh, true. Langsam wird mir wieder. Langsam kriege ich wieder einen Faden. Ah, die Zeichnung, meine Fresse, sieht gut aus. Hand. Cool. Genau, und das dann mit dem Waschbär. Genau, da war er dann krank. Das müsste ja jetzt aktuell sein. Stimmt, der hat immer das Würfelspiel gewonnen. True. Riesiger Fortschritt heute. Eine bewegende Schneebälle aufgehalten. Das hatten wir aber auch schon. War noch, wo wir dort waren. Genau, dann waren wir wieder in der Familie dabei. Dann geht es besser. Er futtert wie ein Scheunendrescher, schätze. Das ist gut. Wir hängen viel mit C&S rum. Echt merkwürdig nach all diesen Jahren. Sie führen einen Eiertanz auf, um nicht über Seattle zu reden. Oder Karen. Ein riesiger Elefant folgt uns überall hin. Genau, da waren wir bei den Großeltern. Die hatten, glaube ich, das Zimmer mit den ganzen Sachen von Karen. Und hatten das aber übelst verschwiegen gehabt. Oh, stimmt, wir sind ja abgehauen, als der Großvater unterm Schrank lag und hier unser kleiner Waschbär-Dude, aka Captain Awesome, vom Auto angefahren wurde. Genau, Claire und Steven. Liebe die Zeichnung. Genau, und das rechts ist das Bild, wie er Captain Awesome davon gerettet hat, vom Baum zu fallen und sich schwer zu verletzen. Und dann sitzt er weggerannt. Und er dachte, das war ja aus der Demo, und er dachte dann so, er hätte Superkräfte, und deswegen hat er sich ja vor das Auto geschmissen und wollte das Auto mittels seiner Kräfte nämlich aufhalten, aber musste dann feststellen, dass er eigentlich gar keine Kräfte hat, sondern dass das jemand anders war, aber er weiß das nicht, dass es jemand anders war. Dann hatten wir dann haben wir Schneemänner gebaut gehabt, so einen Scheiß gemacht. Also ist kein Scheiß, aber war ganz nett. Dann haben wir dieses Labyrinth gemacht gehabt hinterm Haus. Stimmt. Ja, wie viele Vermisstenposter hier bald sind. Was zum Teufel stimmt mit der Region nicht? Vermisster Erwachsener. Okay. Die Bezeichnung. Burger zu Heiligabend. Ich gucke eigentlich fast nur rein wegen den Zeichnungen, weil ich die awesome finde. Wurden von der Range geschmissen und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt. Was zum Teufel? Er hat gesagt, ich soll die Polizei rufen oder mich verziehen. Das Land der freien Verdammten. Daniel wollte das Meer sehen. Also sind wir per Anhalter nach Akata. Wir haben es jetzt raus. Bequeme Fahrt. Bin froh, dass wir uns umsonst tun konnten. Und am Wasser fühle ich mich immer besser. Das dann. Ui, nice. Cassidy. Finde grüne Philosophen, Messer dein Messer. Gefühlt habe ich was verpasst. Haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen, Anders und Ingrid. Sagt mir irgendwas, aber irgendwie auch nicht. Ja, dann steht. Okay. Genau, Rhodes. Dann das. Das hatten wir auch noch gemacht mit dem Weihnachtsmarkt. Jetzt sind wir hier.
Irgendwie ist der Sprung ganz schön krass. I don't know. Den Sprung doch schon ganz schön arg. Ach ja, genau, hier ist. Butterfly-Effekt. Will haben. Cute. Obwohl, nee. Wir lassen den drin. Mit alles? Ja, ne? Nee, nicht. Nicht ganz. Neue Zeichnung. Dennis Zeichnung. Dennis war so begeistert von der Zeichnung. Ich liebe dieses Kind. Oh. Man kann sich stundenlang allein mit den ganzen Tagebüchern und sowas aufhalten. Still can't believe we ran into the guys again. Talk about fucking fate. Die haben die in der Bahn getroffen? Hä? What? Yep. I'm a real man now. Oh mein Gott, du musst dich rasieren. I'm sorry for you. Das heißt, die komplette Passage mit den Travelern erfahren wir nicht? Never. Wir wissen, wenn die getroffen haben. Oder campen die mit denen zusammen? Die campen mit denen zusammen, oder? Hey, Bedhead. Had a good sleep? Oh, hi, yeah, I did. Thanks. Nice. Okay. Alles klar. I better hit the shower before they use all the water. Es sind wirklich Hippies. Nein, kein Vorteil, aber ich bin oben ohne. Reminds me of Cyberpunk, I guess. 2 Monate vorher. Breakfast time. Das sind die Leute, die sie in der Bahn getroffen haben, mit denen die jetzt rumziehen. Was? Der nächste. Pierschen? Gotta have backup signs. Jeez. Hauptsache es Pierschen. She's way messier than me. It's hard to believe. It's a mystery how Finn can be so messy and strong at the same time. Riesiger Mammutbaum. Warte, meinst du den Baum? Ui. Das ist ein kleiner hier. I do love these trees. Ancient and majestic. Sie abgeholzt werden. Dann sind sie nicht mehr so majestätisch. Ist das ja gar nicht unser Hund, das ist ein anderer Hund. Aber wir hatten doch auch einen Hund. Like you don't get pet enough around here. Ah, ist zu lange her. Wir hatten doch auch einen Hund, als er krank war. Did you see all that fog earlier? Creeps me out. It's nice to sit here together at night. Like they're moving. The sun like we're a part of something. Man, crushing hard today. Yeah, Anders smoked too I've looked much enough. Time to draw now. Before Big Joe gets here. Good. I want you to start the day with that asshole yelling. Ja, mit Touchpad so viel cooler. These trees are just so gorgeous. Cool. I think I'm ready to draw this. Copy and paste, das kann er.
Pretty good. Er fehlt aber but noch I can was. Add more details if I want. Ja. Du wird. Ja, das sind die Bäume. Kriegen wir echt nur die Bäume und. Oder können wir. Destroyed. Time to take the pen, dude. Ah, true, wegen Licht und Schatten. Und da legit einfach mal noch der Hund okay. mit ins Bild rein. Got it. Das würde nicht der Realität entsprechen. Cool.